Herzlich willkommen zu Teil 1 dieser Blog- oder Videoserie. Hier geht es erstmal um den Einführungspart. Das heißt, nach der kurzen Agenda-Vorstellung geht es los mit dem Part, was ist ein API-Gateway ganz im Allgemeinen, wofür ist es da, was sind die Vorteile von API-Gateways, wie ist die Funktionsweise, einfach um so ein paar Grundlagen zu verstehen. Und dann wird es konkreter und geht zu Kong, was Kong ist, wie es speziell funktioniert, woraus es besteht, was es für Lizenzmodelle gibt. Also ein paar Fakten rund um Kong. Und abgerundet wird dieser Teil mit den Konfigurationsmöglichkeiten von Kong und dem Automatisierungspotenzial. Ja, dann erstmal förmliches herzlich willkommen. Geht heute um Kong und wie man das Ganze installiert und erstmal natürlich grundsätzlich, was es überhaupt ist und was man damit anfangen kann. Ein bisschen Motivation vorweg. Genau, ansonsten würde ich jetzt so ganz grob erstmal was erzählen. Was ist überhaupt ein API-Gateway? Ganz kurz und knapp, wofür braucht man das? Das würde ich auch nicht zu lang halten, jetzt einfach nur als kleine Verständnisklärung vorweg. Dann direkt zum Kong übergehen. Ne, was ist Kong? Was macht das vielleicht aus? Woraus besteht Kong? Und dann natürlich so die Architektur. Wie kann man das Ganze aufsetzen, installieren, damit man halt so ein bisschen die Grundlagen hat für das, was wir dann hinterher auch in der praktischen Demo sehen. Und dann werden wir wirklich live mit Skripten, einmal Ansible, einmal die Helm-Variante für Kubernetes uns anschauen, wie man das Ganze installieren und konfigurieren kann und wie das Ganze dann vonstatten geht. Genau. Das vorweg. API-Gateway. Also, wer die Folien schon mal gesehen hat, habe ich mich tatsächlich bei ein, zwei Folien beim Sven bedient. Also nicht traurig sein, die habe ich mir einfach geborgt. Ich werde es jetzt trotzdem mal benutzen hier. Also grundsätzlich, API-Gateway ist erstmal ein zentraler Punkt, um sozusagen meine APIs zu erreichen. Ja, also ich habe quasi einen API-Layer dazwischen. Man sieht es auch hier rechts in dem Bildchen, so ein zentrales API-Gateway als Eintrittspunkt sozusagen. Das kann natürlich jetzt in einem Kubernetes-Umfeld zum Beispiel dann auch der Eintrittspunkt in meinen Kubernetes-Cluster sein. Zentrale Aufgabe ist natürlich das Routing hin zu meinem echten Upstream-Service, der dann letztlich ja irgendwo meine Logik enthält. Genau, das Schöne ist, es ist eigentlich eine Abstraktionsschicht, also auch was dahinter ist, interessiert mich ja erstmal als Consumer gar nicht unbedingt. Ich habe da einen zentralen Punkt, an den ich mich wende, egal also welche Technologie dahinter hängt, welche Programmiersprache etc. Und natürlich auch welche Architektur. Ob das jetzt irgendwie ein WebLogic-Server ist, wo da eine Anwendung drauf läuft oder ein Kubernetes mit einem Microservice, ist mir dann letztlich erstmal egal durch diese Abstraktion. Es bietet so einen zentralen Governance-Layer, kann man sagen, weil es mir viele Dinge einfach abnimmt, weil zum Beispiel Authentifizierung oder auch Autorisierung da zum Teil zentral geregelt werden kann. Das heißt, da brauche ich mich dann nicht in jedem Service, in jeder Implementierung selbst drum kümmern, sondern kann mich da auf zentrale Funktionen vom API-Gateway verlassen. Auch eine ganz nette Sache. Und außerdem kann ich damit auch moderne Anwendungen, üblicherweise das Frontend und Backend, separieren. Ja, das heißt also, ich kann da auch eine Abstraktionsschicht zwischen meiner Client-Anwendung, meinem Frontend, was dann irgendwo JavaScript oder eine Angular-Anwendung ist, separieren von meinem Backend-Service, wo ich dann ja schon die ganzen Authentifizierungs- und Autorisierungs-Frameworks wieder absparen kann und einfach das Gateway dafür nehmen. Genau, Deployment Models sehen wir gleich nochmal genauer. Denke ich, kommen wir gleich zu. Hier sieht man nochmal so ganz grob in dem Bild, weil das hilft ja meistens, Sachen besser zu verstehen, wie man das Ganze abstrahiert sehen kann. Ja, also davor sprechen alle Services untereinander, miteinander. Das heißt, wenn ich jetzt ein Beispiel hier eine Web-App habe, Angular-basiert und irgendwie eine Mobile-App, hier eine Android-App oder sowas, ne, die nutzen natürlich irgendwo jetzt auch schon die gleichen Backend-Services im Idealfall, teilen sich die APIs da unten. Aber ich habe eben diese ganzen queren Zugriffe in die verschiedenen Services rein. Und auf der rechten Seite ist jetzt eben schon mal ein API-Gateway dazwischen, was eben wirklich diesen zentralen Punkt abbildet und sozusagen das Routing für mich zentral übernimmt. Also ich habe dann diesen einen zentralen Punkt, den ich anspreche und über angepasste Pfade beispielsweise komme ich dann über mein Routing in die entsprechenden Services unten rein. Und unten links angedeutet sieht man auch schon, also damit kann ich dann auch solche Dinge wie Canary Deployments oder sowas abbilden, wo ich verschiedene Versionen von meinen Services laufen lassen kann. Und auch so ein Routing nach gewissen Regeln kann dann eben so ein API-Gateway für mich abbilden.
Ja, das kennt man, glaube ich, auch so von den großen amerikanischen Unternehmen. Die machen das ja eigentlich alle so. Ja, wenn so ein Amazon oder in jeder Zehnte irgendwie die neuere Version vom Webshop erwischt, das wird dann genau mit solchen Mitteln auch abgebildet. Genau. Jetzt sieht man hier schon die ganzen Punkte. Haben wir sehr viele Animationen reingeraten. Voilà. Da sieht man eigentlich die Applikation, wenn man von außen reinkommt. Eben habe ich immer wieder diese zentralen Anforderungen hier wie Authentifizierung, Autorisierung. Es könnte aber auch sowas wie ein Rate-Limit sein oder ein Caching. Ja, das sind so die typischen Anforderungen, die ich ja sonst auch in meiner Applikation abbilden muss. Die kann ich jetzt eben hier zentral davor abbilden, sozusagen in meinem API-Gateway, bevor ich überhaupt hier in diese Service-Landschaft eintrete. Kann die hier eben zentral abhandeln und kann mich hinten in meinen API-Services nur noch um die verbleibenden Dinge kümmern, wie zum Beispiel eben sowas wie Logging oder was sieht man dann im Prinzip hier? Logging, Routing, Metrics, also erweiterte Dinge, die ich einsammeln will, oder eine Versionierung, wenn ich natürlich mehrere Versionen von meinem Service, haben wir gerade in dem Bild schon gesehen, habe. Das sind dann die typischen Sachen, die ich nicht wegoptimieren kann. Der Rest, der wandert eben hier entsprechend rein in meinen API-Gateway, wo ich das zentral abbilden kann und die Service festlegen. Also das Bild könnte jetzt suggerieren, dass es tatsächlich global festgelegt wird, ist ja tatsächlich nicht so. Also ich kann pro Service, kann ich einzeln definieren, welche Regeln eben entsprechend gelten sollen. Also ich könnte für den API-Service-Produkt hier zum Beispiel OpenID Connect-Authentifizierung machen und für den Warehouse-Service unten zum Beispiel eine LDAP-Authentifizierung oder so. Was wäre durchaus möglich. Und natürlich ganz andere Rate-Limits festlegen, die Applikation, API-Service, also das ist relativ flexibel. Gut, jetzt gehen wir schon konkret zu Kong. Was ist eigentlich Kong? Was macht es jetzt besonders oder vielleicht auch anders als andere API-Gateway-Lösungen? Also Kong ist vollständig auf dem Nginx basiert. Das ist quasi alles ein Aufsatz darauf. Der Aufsatz ist quasi OpenResty und eben die ganzen Lua-Module, die letztlich auf dem Nginx aufbauen. Die Plugins von Kong, die eben einen sehr, sehr großen Teil von dem Mehrwert von Kong ausmachen, die sind auch alle Lua-basiert. Da gibt es dann eben zum Beispiel sowas wie ein OpenID Connect-Plugin, was mir diese Authentifizierung mit einem Identity-Provider abnimmt. Das ist dann auch ein Plugin, was man einfach dynamisch dazu nehmen kann, wenn wir uns nachher dann auch in der Oberfläche mal anschauen, wie das aussieht und wo man dann eben einfach die Funktionen, die Kong da beziehungsweise auch Third-Party-Entwickler möglicherweise bereitstellen, einfach nutzen kann. Kommen wir gleich zu. Es gibt hier eben verschiedene Versionen von Kong. Einmal kann ich das komplett Open Source betreiben. Dann gibt es ein kostenloses Modell, ein Plus-Modell und eben die Enterprise-Version, wo dann der größtmögliche Funktionsumfang dabei ist. Zeige ich gleich noch die Versionsübersicht. Genau, warum überhaupt Kong als API-Gateway? Genau, es ist also dadurch, dass es eben Nginx-basiert ist, ist es schon mal sehr leichtgewichtig. Das merkt man gleich auch, wie schnell wir das eigentlich deployed bekommen, wie schnell es hochfährt am Start ist. Das ist eigentlich sehr angenehm, fühlt sich sehr modern und leichtgewichtig an. Skaliert sehr gut, weil es eben einen kleinen Footprint hat. Und gerade auch für die ganze Cloud-Native-Welt quasi bestens entwickelt ist. Also es lässt sich sehr, sehr gut auch im Kubernetes betreiben und nativ mit der Container-Technologie skalieren. Es ist eben multi-Cloud-fähig. Das sieht man im Prinzip gleich auch schon in Zügen. Ja, also man kann es in verschiedenste Cloud-Umgebungen packen, man kann es on-premise installieren auf VMs oder im Kubernetes. Also ich habe da sehr, sehr viele Möglichkeiten und bin da sehr unabhängig eigentlich von der zugrunde liegenden Infrastruktur. Natürlich auch zum Teil der Container-Technologie geschuldet, weil ich die sowieso überall betreiben kann, wo ich letztlich Container oder eben Kubernetes zur Ausführung bringen kann. Genau, die Plugins habe ich gerade schon angesprochen. Man kann auch selber welche entwickeln. Es ist halt eben Open Source, kann man sich auch angucken, wie andere aussehen, daran orientieren. Es gibt ganz gut beschriebene Doku, wie man das macht. Also wenn man jetzt tatsächlich noch eine spezielle Anforderung hat, wo man denkt, da fehlt im API-Gateway jetzt was, ist man auch durchaus in der Lage, da selbst noch so ein Plugin zu schreiben. Es ist komplett API-driven, ja. Also man hat für alles eine API, ne? Man kann mit der REST-API alles machen.
Man kann das damit auch sehr gut automatisieren in jeder Form, also komplett in CI/CD-Pipelines beispielsweise integrieren. Und gerade in der Kubernetes-Welt habe ich da auch noch den Ingress-Controller, den ich nutzen kann. Dann kann ich das quasi mit nativen Kubernetes- und YAML-Ressourcen letztlich konfigurieren. Das sehen wir dann tatsächlich nachher auch noch in der Praxis. Hier ist nochmal so kurz die Übersichtsgrafik, also was ist überhaupt in welcher Version dabei. Also der Kern sozusagen ist auch in der Open Source Variante komplett enthalten, also das ganze Gateway an sich, was quasi das ganze Routing macht. Und eigentlich die Kernkomponente ist alles Open Source. Dann gibt es diverse Plugins, die nur in der Enterprise-Version enthalten sind. Das ist dann sind dann einige, die zum Beispiel das OpenID Connect Plugin gibt es in der Enterprise-Version, was dann eben entsprechend höheren Funktionsumfang hat. Da gibt es so ein paar Sachen. Ansonsten sieht man oben rechts die Kong Vitals, also das sind quasi die Zugriffsstatistiken, wo ich genau sehen und tracken kann, wer meine APIs aufruft und welchen Statuscode das Ganze gehabt hat. Also im Prinzip so die ganzen Metriken, die sind in der Enterprise-Version enthalten und auch das Dev-Portal. Das Dev-Portal ist quasi ein frei konfigurierbarer Webspace, wo ich letztlich auch das Design mit so Templates definieren kann und anpassen kann, wie es mir passt, damit es auch irgendwie zum Unternehmensdesign passt. Und ich kann eben die API-Spezifikationen da hochladen, sprich einfach hier meine YAML-Ressourcen kann ich da automatisiert deployen, zum Beispiel in meiner CI/CD-Pipeline. Und dann werden sie da eben angezeigt, wie man es aus einer Swagger-UI zum Beispiel kennt. Und dann habe ich da eine schöne grafische Ansicht und kann mich da als Entwickler beispielsweise von einer anderen Abteilung mal direkt informieren, was es denn für APIs gibt und was die so machen, was sie zurückgeben, kann die auch testen, wenn das sauber konfiguriert ist. Genau, und mich mit den APIs vertraut machen. Der Kong Manager war bis vor einiger Zeit auch noch ein Enterprise-Feature, ist quasi die grafische Oberfläche. Den gibt es jetzt auch in so einer abgespeckter Variante, gibt es den jetzt auch im Free-Modus. Der Free-Modus ist generell dann begrenzt auf eine gewisse Anzahl APIs, ein bisschen abgespeckt, damit man den natürlich nur so teilweise produktiv nutzen kann, also eigentlich nur in sehr kleinen Kontexten. Aber da ist der mittlerweile auch enthalten, also eigentlich eine ganz nette Web-Oberfläche, sehen wir uns nachher an. Was immer drin ist, ist die API. Darauf basiert der Kong Manager letztlich auch nur. Der ruft also auch eigentlich nur die REST-API, also diese Admin-API auf von Kong. Und mit der kann ich eigentlich alles machen. Also ich könnte tatsächlich auch sämtliche APIs und API-Services komplett über die REST-API deployen, anpassen, den ganzen Kong konfigurieren, alles nur über die REST-API. Das würde auch gehen. Genau. Die anderen Varianten sehen wir gleich dann nochmal in der Praxis. So, wie funktioniert das jetzt generell? Also, wenn man hier mal sich so einen Aufruf vorstellt, in der Mitte quasi unser zentrales API-Gateway, ja, dann habe ich hier meine Clients, die eben entsprechend ihre Operationen aufrufen und oben angedeutet so ein bisschen das Routing, was man hier auseinandernehmen kann. Also, ich kann im Kong zum Beispiel reagieren auf verschiedene Pfade oder auf verschiedene Methoden. Also, wie hier zum Beispiel kann ich ein Get anders behandeln als ein Post, Put und Delete. Ja, man sieht es dann, kann ja etwas andere Wege gehen. Ich könnte darauf zum Beispiel ein anderes Plugin anwenden und zum Beispiel in dem Falle beim Get irgendwie andere Rate Limits ansetzen als bei Post, Put oder Delete. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel hier ein mögliches Beispiel, wie ich da im API-Gateway darauf reagieren kann. Und natürlich ist da auch irgendwie festgelegt, wohin er das dann routen soll, an welchen Service. Auch hier wäre es dann möglich, das nochmal zu trennen, dass ich die Get-Operation zum Beispiel an einen ganz anderen Service weiter routen würde als jetzt zum Beispiel ein Delete oder sowas. Genau. Und hier hinten angedeutet ist auch eben, dass es nicht nur Microservices sein müssen, sondern auch einfach größere monolithische Systeme, Bestandssysteme, die ich eben anbinden möchte, wo ich dann einfach einen Layer davor setze. Genau, hier sieht man es nochmal, das da vorne habe ich gerade gesagt, sind im Prinzip die Routen, wo ich definieren kann, welchen Weg es geht. Und da muss man auch, hier ist im Prinzip schon die Terminologie zu sehen, bei Kong heißt es eben auch Service, also quasi das Service-Objekt. Kennt der Kong auch, wo ich dann festlege, letztlich, ob ich da noch ein Plugin drauf anwenden möchte oder nicht, oder entsprechende Timeouts, die ich noch definieren möchte. Das kann ich dann in diesem virtuellen Kong-Service-Objekt tun, was dann letztlich hinten raus einem konkreten Service in meinem Backend zugeordnet ist, wo ich dann weiß, ein Upstream-Service zugeordnet ist, wo ich dann weiß, wo der eben zugehört und wo das Routing hin erfolgt.
Genau, und jetzt sieht man hier nochmal die Verwendung von den Plugins. Im Prinzip hier angedeutet durch den kleinen Schlüssel. Die kann ich jetzt an verschiedenen Stellen grundsätzlich definieren bei Kong. Einmal könnte ich die global definieren, dann wird das eben für alle Services gelten, die ich im ganzen Kong habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rate Limit, eine große Obergrenze für alles definieren will, kann ich das zum Beispiel global tun. Ich kann das aber auch am Service tun, dann gilt das quasi für alles, was an diesen Service weitergeroutet wird. Oder ich kann es konkret an einer Route machen, dann habe ich eben genau diese Möglichkeit nochmal ganz fein granular für einen verschiedenen Pfad oder verschiedene Methode einzelne Rate Limits festzulegen beispielsweise oder eine andere Authentifizierungsart entsprechend zu wählen. Da sind wir sehr flexibel, können wir uns aber gleich dann auch nochmal live anschauen. Genau, hier ist es dann eben nochmal definiert, da ist dann entsprechend auch der Upstream dahinter. Auch den können wir uns nachher nochmal in der Praxis ansehen, wo dann wirklich die konkrete Zuordnung zu meinem Microservice stattfindet. Genau, außerdem kann ich Consumer definieren. Das ist so im Prinzip das, wie man das vielleicht von kommerziellen APIs schon mal kennt. Wenn jemand schon mal so, keine Ahnung, es gibt dann hier diese Fahrzeugbörsen oder sowas, die haben eben Premium-APIs, wo man dann Consumer Key kaufen kann und wo dann quasi ich meinen persönlichen Zugriffsschlüssel für diese API kriege und damit eben pro Consumer kann ich dann fein granular hier eben im API-Gateway festlegen, wie oft darf der meine API denn anfragen, was darf der denn genau anfragen, also da könnte ich dann dieses Routing festlegen und genau individuell pro Consumer nochmal festlegen, was der denn darf und welche Services erreichen darf und entsprechend wie oft er da anfragen darf. Danach kann man dann zum Beispiel so ein Bezahlmodell auch festlegen, eben nur 10.000 Mal, danach muss ich wieder nachkaufen. Solche Dinge sind dann abbildbar. Genau, was haben wir für Konfigurationsmöglichkeiten? Also die Admin-API, habe ich eben schon gesagt, ist quasi dann komplettes normales REST. Da kann ich dann mit Curl oder sonstigen HTTP-Clients sozusagen einfach REST-Requests abschicken und meine API mit der API konfigurieren. Dann kann man die Admin-UI nutzen, die Conga Admin-UI. Oder den Kong Manager, den sehen wir auch dann gleich noch in der Doku, ist eben die Enterprise-Variante der Conga. Die Conga Admin UI ist die Open Source-Variante. Und es gibt noch ein CLI-Werkzeug, das ist eben DEC. Damit kann ich so deklarativ auch die ganzen Ressourcen definieren und dann sozusagen auch mit so einem DEC-Diff abgleichen. Also ich kann die quasi in meinem lokalen Git-Repo pflegen und dieses Tool übernimmt für mich so ein Diff und schickt dann eben entsprechend die Requests auch letztlich nur an die REST-API vom Kong und handelt das für mich und kann das, damit kann ich das etwas leichter in einem CI/CD-Gedanken verwalten und GitOps-Modell pflegen. Das nutzt man eigentlich meistens, wenn man irgendwie VM-basiert unterwegs ist. Wenn man jetzt in Kubernetes-Umfeld unterwegs ist, nutzt man eigentlich dann eher den Kong Ingress-Controller, wo man dann eben entsprechend die Custom Resource Definitions nutzen kann, was dann meistens besser zur sonstigen Integration von meinen CI/CD-Pipelines passt.